In diesem Video möchte ich mit euch nochmal wiederholen, was saure Lösungen sind und was basische Lösungen sind. Dabei wiederholen wir dann auch den Säure-Base-Begriff von Brønsted. Säuren und Basen kennt ihr bestimmt aus dem Alltag, das sind alltägliche Begriffe. Und hier ist nochmal die pH-Skala zu sehen, auf der man sozusagen ablesen kann, ob eine Lösung sauer oder basisch ist. Statt basisch sagt man auch alkalisch manchmal. Warum die genau von 0 bis 14 geht, das werden wir später noch verstehen. Und hier jetzt erstmal nur ganz wichtig, pH-Wert 7 ist neutral und alles unter 7 ist eben sauer und alles über 7 ist basisch. Und je weiter man halt nach links geht, umso saurer ist es. Also 0 wäre eben stark sauer, 14 wäre stark basisch. Die Farbskala, die ihr hier seht, die gehört zu einem Indikator. Ein Indikator ist eine chemische Substanz, die quasi auf den pH-Wert einer Lösung reagiert. Also, wie wir gleich sehen werden, in sauren bzw. basischen Lösungen gibt es eine ganz bestimmte Art von Teilchen und der Indikator reagiert quasi darauf, wie viel von dem Teilchen vorhanden ist und ändert dementsprechend seine Farbe. Okay, welche Teilchen sind jetzt sozusagen charakteristisch für eine saure Lösung? Für eine saure Lösung ist das sogenannte Oxonium-Ion charakteristisch. Das ist das H3O-Plus-Ion und in der Lewis-Schreibweise sieht es eben so aus. Ihr habt ein Sauerstoffatom, in das drei Wasserstoffatome gebunden sind. Und wenn ihr hier jetzt nochmal nachzählt für das Sauerstoffatom, wenn wir quasi jede Bindung so spalten, dann hat Sauerstoff 1, 2, 3, 4, 5 Elektronen nur und das heißt, Sauerstoff hat hier eine formal positive Ladung, weil Sauerstoff ja eigentlich 6 Valenzelektronen hat. Das heißt, saure Lösungen enthalten genau diese Ionen in gelöster Form und je mehr H3O Plus Ionen ich habe, Oxonium Ionen, umso weiter nach links geht es auf der pH-Skala. Wie genau der Zusammenhang zwischen der Konzentration an H3O-Plus-Ionen und diesen Zahlen hier ist, das werden wir noch verstehen. Kommen wir zu den basischen Lösungen. Das charakteristische Molekül-Ion, das in basischen Lösungen vorherrscht, ist das sogenannte Hydroxid-Ion oder OH-Ion. Das sieht folgendermaßen aus. Ihr habt einen Sauerstoff, das nur an einen Wasserstoff gebunden ist und sonst noch drei freie Elektronenpaare hat und ihr seht jetzt hier, Sauerstoff hat hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Elektronen, das heißt ein Elektron mehr, als es normalerweise sozusagen hat. Und deshalb ist es formal negativ geladen. Okay, und genauso wie es bei den Oxonionen war, dass je mehr von denen da sind, umso saurer ist es. Genauso ist es bei den Hydroxidionen. Je mehr von denen da sind, also konzentrationsmäßig, umso weiter rechts bin ich auf der pH-Skala. Ja, also je höher die Konzentration an Hydroxidionen, umso weiter drüben bin ich hier auf der pH-Skala. Okay, schauen wir uns ein paar Reaktionen an, bei denen diese Ionen entstehen. Das heißt, quasi wir schauen uns an, wie saure bzw. alkalische Lösungen entstehen. Die erste Reaktion, die wir uns dabei anschauen, ist die Reaktion von Wasser mit Chlorwasserstoff. Wenn ihr die Reaktion noch nie gesehen habt, verlinke ich euch oben in der Infobox ein nettes Video. Da seht ihr, was passiert, wenn man Chlorwasserstoff mit Wasser in einem sogenannten Springbrunnenversuch reagieren lässt. Wir schauen uns jetzt an, wie die Reaktion aussieht. Dazu malen wir das Ganze mit Lewis-Formeln. Wasser, kennen wir, hat diese Lewis-Formel. H2O, also ein Sauerstoffatom, das an zwei Wasserstoffatome gebunden ist und zwei freie Elektronenpaare hat. Plus Chlorwasserstoff ist diese Verbindung, ein Chloratom ist an ein Wasserstoffatom gebunden. Kann man sich auch von dem Namen sehr schön ableiten. Man überlegt sich, okay, wie viele Außenelektronen hat Chlor? 7 Stück, also 7 Valenzelektronen. Und davon werden 6 eben in Elektronenpaare verbaut und 1 ist noch frei, um sich sozusagen binden zu können. Und wenn ich quasi mit Wasserstoff eine Bindung eingehen möchte, dann bilde ich eine Bindung aus, weil jetzt hat Chlor sein Oktett
quasi komplett. Also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ist zufrieden mit seinem Oktett und Wasserstoff ist auch zufrieden, weil es zwei Außenelektronen, also zwei Elektronen sozusagen durch die Bindung jetzt hat. So, die beiden Stoffe reagieren jetzt miteinander und das ist eine Gleichgewichtsreaktion. Das heißt, das, was dazu führt, dass es auf die eine Seite geht, kann auch genauso gut rückwärts passieren. Aber bei so dieser Reaktion ist das Gleichgewicht relativ auf der auf der rechten Seite. Schauen wir uns jetzt also an, was da entsteht. Naja, einmal entsteht genau dieses Oxonium-Ion, ne, in gelöster Form, deshalb hier das AQ. Und andererseits entsteht das Chlorid-Ion. Ja? Also wir haben Wasser reagiert mit Wasserstoff zu einem Oxonium-Ion und einem Chlorid-Ion. Das bedeutet, hier entsteht eine saure Lösung. Diese saure Lösung hat einen speziellen Namen, nämlich Salzsäure. Ja? Weil ich quasi eine saure Lösung habe, in der die Gegenionen zu dem Oxonium-Ion die Chloridionen sind. Ja, ihr müsst immer dran denken, wenn Oxonium-Ionen da sind, dann müssen auch Anionen da sein, weil das Wasser kann ja keine Ladung, also das Wasser kann am Ende nicht geladen sein, die Lösung. Das heißt, es muss ein Gegenion geben, das die Ladung von dem Oxonium-Ion ausgleicht. Und wenn eben Chloridion das Gegenion dazu ist, dann spricht man von der Salzsäure. So, jetzt wollen wir noch ein bisschen besser verstehen, was hier genau passiert. Und zwar überlegt man sich Folgendes. Das Chloratom ist wesentlich elektronegativer als das Wasserstoffatom. Was bedeutet das für dieses bindende Elektronenpaar? Das Chloratom zieht viel stärker an diesen Bindungselektronen. Und es kann eben passieren, und es wird sehr häufig passieren, wenn man dem Wasserstoff die Möglichkeit gibt, an ein anderes Molekül zu gehen, dann wird es sehr häufig passieren, dass das Chloratom quasi sich dieses komplette Elektronenpaar schnappt. Ja? Das heißt, dieses Elektronenpaar klappt sozusagen zu dem Chloratom und es bildet sich das Chloridion. Dem Wasserstoff wurde jetzt quasi sein verbliebenes Elektron geklaut. Ja? Also dieses eine Elektron, das es zur Bindung beigesteuert hat, das wird jetzt entrissen und dann haben wir sozusagen ein H+-Ion. H+-Ionen gibt es in der Realität nicht wirklich. Die binden sich sofort an was anderes, beziehungsweise dadurch, ja, also die binden sich sofort an was anderes. Nämlich brauchen sie dafür ein Elektronenpaar von einem anderen Atom, weil sie haben ja selber keine Elektronen mehr. Das heißt, sie müssen sich an ein freies Elektronenpaar von einem anderen Molekül oder Atom eben anbinden. Und in dem Fall macht es dieses H-Plus-Teilchen eben dann an dem freien Elektronenpaar vom Sauerstoff und dann entsteht genau dieses Oxonium-Ion. Ja, weil sozusagen hier ein H-Plus da dran geht, das bringt eine positive Ladung mit, hier das Chlor bildet das Chloridion und dann haben wir eben diese Reaktion. Und genau das gleiche kann eben jetzt auch rückwärts passieren. Also es kann passieren, dass hier ein quasi eins von diesen Protonen, ja, H+ ist nichts anderes als ein Proton, weil Wasserstoff eben nur ein Elektron hat. Wenn es das verloren hat, dann ist es nur noch der Kern und der Kern ist eben ein Proton. Das heißt, wenn hier ein Proton sozusagen zurückgeht zum Chloridion und wieder Chlorwasserstoff bildet. So. Der Brønsted, der hat sich dann überlegt, wie man das formalisieren kann, beziehungsweise was heißt formalisieren. Er hat eine schöne Struktur in diesen Reaktionen entdeckt. Und zwar hat er gesagt, eine Säure ist ein Teilchen, das ein Proton H+ abgibt. Und eine Base ist ein Teilchen, das ein Proton zu H+ aufnimmt. Wie wir gesehen haben, braucht ein Teilchen, das ein Proton aufnehmen will, ein freies Elektronenpaar dafür. So, jetzt könnt ihr euch überlegen, okay, welche von diesen Teilchen hier reagieren denn als Säure, welche reagieren als Base? Naja, das Chlorwasserstoffmolekül gibt ja sein Proton sozusagen an das Wassermolekül ab. Das heißt,
Chlorwasserstoff ist eine Säure. Ja, macht ja auch Sinn, wenn ich eine Säure mit Wasser mische, entsteht eine saure Lösung, in der ein Oxonium-Ion entsteht. Jetzt, was ist dann Wasser? Wenn Chlorwasserstoff sein Proton abgibt, muss es ja irgendjemand aufnehmen. Wie gesagt, Protonen können nicht einfach so herumschwirren, das ist sehr exotisch. Meistens binden die sich an ein anderes Teilchen. Und deshalb gibt es immer, wenn eine Säure reagiert, also ein Teilchen, das ein Proton abgibt, muss es auch eine dazugehörige Base geben, die das Proton aufnimmt. Das ist in dem Fall hier das Wasser. Das heißt, das Wasser reagiert als Base, Chlorwasserstoff reagiert als Säure, wenn wir es in diese Richtung anschauen. Wenn wir jetzt das Ganze aber umgedreht sehen und quasi von dieser Seite der Reaktionsgleichung nach da denken, dann stellen wir fest, okay, das Oxonium-Ion gibt ja hier in dem Fall dann sein ein Proton an das Chloridion ab. Das heißt, nach Definition ist das Oxonium-Ion eine Säure. Genauso ist das Chloridion, weil es ja, wenn wir von hier auf der Seite zu dieser Seite reagieren, dann nimmt das Chloridion ein Proton auf, ist also eine Base. Und jetzt seht ihr ein ganz wichtiges Konzept bei diesen Säure-Base-Reaktionen. Einerseits reagiert immer eine Base mit einer Säure, also ihr könnt nicht machen irgendwie Säure mit Säure, weil dann werden nur Protonen abgegeben, aber nicht aufgenommen, das kann nicht sein. Deshalb es reagiert immer eine Base mit einer Säure und ihr findet immer ein sogenanntes Säure-Base-Paar. Ja? Weil das Wasser, das hier als Base reagiert, wird zu einer Säure. Ja? Also es bildet ein Teilchen, ein Stoffteilchen, das dann eine Säure ist. Und genauso hier, das Chlorwasserstoff gehört zu dem Chloridion und das Stoffteilchen, das hier noch eine Säure ist, reagiert bei der Säure-Base-Reaktion zu einer Base. Und so etwas nennt man eben ein korrespondierendes Säure-Base-Paar. Also diese Base und diese Säure und diese Säure und diese Base. Okay, ich hoffe, das konnte man soweit verstehen. Ja, wichtig, eine Säure-Base-Reaktion ist ein Austausch von Protonen. Teilchen, die ein Proton abgeben, heißen Säuren. Teilchen, die Protonen aufnehmen, H+, heißen Basen. Ja? Okay, gehen wir das noch an einem zweiten Beispiel durch. Und zwar an der Reaktion von Wasser mit Ammoniak. Auch hierzu gibt es einen netten Springbrunnenversuch, den ich euch oben in der Infokarte verlinke. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Okay, wir lassen Wasser reagieren mit Ammoniak. Ammoniak ist dieses Molekül, ja, quasi eine Wasserstoffverbindung mit Stickstoff. NH3 wäre das also. H2O plus NH3. Und auch hier reagiert es in einer Gleichgewichtsreaktion. Das könnt ihr euch gleich merken. Säure-Base-Reaktionen sind immer Gleichgewichtsreaktionen. Ganz selten sind es keine Gleichgewichtsreaktionen. Das liegt dann meistens daran, dass eines der entstehenden Produkte einfach aus der Reaktion herausgenommen wird und dann nicht mehr zurückreagieren kann. Aber im Normalfall, vor allem in Wasser, ist es immer eine Gleichgewichtsreaktion. Bevor wir jetzt weitermachen, könnt ihr euch mal selber überlegen, was hier wohl jetzt passieren wird. Wer jetzt hier einen Proton abgeben könnte und ein Proton aufnehmen könnte. In diesem Fall ist es andersrum wie vorher. Hier ist es so, dass das Wassermolekül ein Proton an Ammoniak abgibt und dabei ein Hydroxidion bildet. Das Ammoniakmolekül nimmt ein Proton auf und reagiert zum sogenannten Ammoniumion. Also ich habe jetzt hier vier Wasserstoffatome, die daran gebunden sind und jetzt eine positive Ladung, weil ihr seht, das Stickstoffatom hat nicht mehr 5 Valenzelektronen, sondern nur noch 4. Es hat immer noch sein Oktett, deshalb ist es zufrieden mit der Verbindung, aber es hat eine formale positive Ladung, weil es sozusagen nur noch 4 Elektronen in seiner direkten näheren Umgebung hat, statt 5 wie hier. Und es hat sich eben das Hydroxid
Ion gebildet. Erinnerung: Eine Säure ist ein Teilchen, das ein Proton A+ abgibt, und eine Base ist ein Teilchen, das ein Proton A+ aufnimmt. Wie sieht es jetzt hier in dieser Reaktion aus? Naja, das Wassermolekül, beziehungsweise besser gesagt das Sauerstoffatom im Wassermolekül, zieht eines der bindenden Elektronenpaare zu sich, bildet dabei das Hydroxidion. Ja? Sozusagen dieses Elektronenpaar geht an das Sauerstoffatom ran, dann hat es drei freie Elektronenpaare und nur noch ein bindendes zu dem Wasserstoffatom. Und das Wasserstoffion, Kation, also das Proton hier, das schnappt sich das freie Elektronenpaar von dem Stickstoff und geht damit eine Bindung zum Stickstoff ein. Und dann entsteht eben dieses Ammoniumion, also NH4+. Ja, also die positive Ladung von dem H+, formalen H+-Ion, geht dann eben auf das Ion hier über. Und dann habe ich eben Hydroxidionen, was für eine alkalische oder basische Lösung eben zuständig ist. So. Jetzt verteilen wir wieder die Begriffe Base und Säure auf die entsprechenden Teilchen. Naja, wenn hier eine basische Lösung am Ende rauskommt, dann sollte Ammoniak wahrscheinlich eine Base sein. Und es stimmt auch wieder mit unserem Begriff von ein Teilchen, das ein Proton aufnimmt, weil in der Reaktion nimmt es ein Proton auf. Wasser spielt in diesem Fall die Rolle einer Säure. Das heißt, ihr seht auch, der Begriff Säure oder Base ist nicht universell. Ja, Wasser ist so beides. Ein sogenanntes amphoteres Teilchen, das sowohl als Säure als auch als Base reagieren kann. Deshalb ist der Begriff nicht so gut beschreibend, weil er eher beschreibt, wie ein Teilchen in einer bestimmten Reaktion reagiert. Wie sieht es hier aus, wenn wir die Reaktion wieder umdrehen, also in die andere Richtung denken, dann sehen wir, aha, wenn Hydroxidionen mit einem Ammoniumion reagieren, dann nimmt das Hydroxidion ein H+-Teilchen, ein Proton auf, und das bedeutet, ein Hydroxidion ist eine Base. Wie sieht es bei dem Ammoniumion aus? Ja, das muss offensichtlich eine Säure sein. Und ich habe schon, genau wie vorher, auch die entsprechenden Säure-Base-Paare wieder in den gleichen Farben gemacht. Ja? Wasser reagiert als Säure und bildet bei der Reaktion dann eine Base. Ja, dieses Teilchen wird zu einer Base. Umgekehrt, Ammoniak reagiert als Base, bildet dadurch eine Säure. Ja, und wir haben das korrespondierende Säure-Base-Paar Wasser und Hydroxidion und das korrespondierende Säure-Base-Paar Ammoniak und Ammoniumion. Ich hoffe, dieses Video hat euch so nochmal einen Einblick gegeben in diese Säure-Base-Theorie von Brønsted.